Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Es gibt Neuigkeiten zu Cyberpunk 2077 und natürlich jetzt auch zu Phantom Liberty. Phantom Liberty ist seit 2 Tagen draußen und die Leute sind begeistert von dem Spiel. Soweit, so gut, aber es gibt natürlich auch Probleme, was auch irgendwie schon fast klar war. Die meisten Leute haben aber wenig Probleme. Doch wenn man Probleme hat, dann scheinen das auch dicke Dinge zu sein, wie zum Beispiel bei der PlayStation mit den Spielständen, dass man da mit den Spielständen Probleme hat. Das ist schon super ärgerlich, aber natürlich auch Performance-Probleme und viele, sagen wir mal, kleinere Dinge, die schon mal ein bisschen nerven können. Dazu hat sich CD Projekt Red jetzt geäußert. Hier schreiben sie: Ey Leute, wir möchten euch darüber informieren, dass Patch 2.01 für Cyberpunk 2077 bald verfügbar sein wird. Die Liste der wichtigsten Fixes, die dort enthalten sein werden, findest du in diesem Artikel und da schauen wir mal rein. Hier geben sie an, dass das hier eine Liste der wichtigsten Korrekturen und Verbesserungen ist, die Update 2.01 haben wird. Der verzerrte Effekt, der durch die Auswahl einer bestimmten Dialogoption beim Gespräch mit Johnny am Ende von Automatic Love entsteht, bleibt nicht mehr auf den Bildschirm bestehen. V wird in The Heist nicht mehr durch einen Sturz durch den Aufzug sterben, wenn man mit niedrigen FPS in den 42. Stock fährt. Okay, das ist natürlich doof, wenn man direkt in so einer wichtigen Mission abkratzt, weil die FPS nicht stimmen. Aber okay. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche beim Spielen mit Tastatur und Maus Controller-Eingaben anzeigen konnte. Das hatte ich tatsächlich auch einmal, also tatsächlich nur ein einziges Mal, danach nicht mehr. Und das konnte ich durch Neustart beheben, aber auf jeden Fall gut, dass sie das fixen werden. Dann gab es ein Problem zwischen dem Wechsel der Cyberwaffen und der normalen Waffen. Also wenn man da hin und her gewechselt ist, dann gab es da Probleme, dann funktionierte das einfach nicht. Und das wird ebenfalls mit 2.01 gefixt werden. Der Gig Breaking News wird nun auch ordnungsgemäß ausgelöst, sobald man sich dem Questbereich nähert. Die Lautstärke des Fahrzeugradios wird so angepasst, dass es im Vergleich zu anderen Geräuschen im Spiel nicht zu leise ist. Der nächste Punkt ist super wichtig, denn da gab es richtig viele Probleme. Das Problem beschädigter Spielstände auf PlayStation wurde behoben, indem die maximale Größenbeschränkung für Spielstände erhöht wurde. Hinweis: Die vor dem Update beschädigten Spielstände werden dadurch nicht behoben. Wenn du das Problem hast, solltest du auf jeden Fall eine funktionierende Speicherung aufbewahren. Hier geben sie an, speichere zum Beispiel eine funktionierende Speicherung als manuelle Speicherung. Das solltest du halt machen, bis Version 2.01 verfügbar ist. Dann werden noch Leistungsverbesserungen sowohl für PC als auch für Konsolen und insbesondere im Bereich von Dogtown durchgeführt. Da wurde es tatsächlich dann mal ruckelig. In manchen Bereichen von Night City, zum Beispiel auf dem Markt, da wurde es dann plötzlich ruckelig, obwohl es sonst im Spiel flüssig lief. Das Ausschalten von Raytracing hat mir da auf jeden Fall viel gebracht, denn dann konnte ich auch über den Markt super flüssig laufen. Raytracing aktiv, irgendwo anders im Spiel, gar kein Problem, aber dort auf dem Markt, da wurde es dann sehr ruckelig. Zum Abschluss schreiben sie hier noch: Denken Sie daran, das sind hier nur die Highlights, also es ist nur the best of auf Fehlerbehebung, also es wird noch mehr kommen, genaueres werden wir dann den Patchnotes entnehmen. Ein großes Problem, was jetzt nicht angesprochen wurde, aber ich denke schon, dass Bestandteil von 2.01 sein wird, und zwar: Viele Leute haben ihre Rewards nicht bekommen. Das betrifft vor allem erstmal das Pre-Order-Fahrzeug, ganz komische Sache. Bei 3 verschiedenen Chars habe ich es bei meinem Main-Char, also den ich am häufigsten benutze, nicht bekommen, und bei den anderen beiden Chars habe ich die Karre bekommen. Komische Sache, also irgendwas scheint bei manchen Wies anders zu laufen als wieder bei anderen, denn dadurch wird eben ganz offenbar verhindert, dass man das Pre-Order-Fahrzeug bekommt. Also auch dazu warten wir auf eine Lösung. Wer Amazon Prime Kunde ist und da auch seinen Account mit Amazon Gaming verknüpft hat, der hat die Möglichkeit, sich eine Cyberpunk Waffe abzuholen. Und zwar ist das hier diese Waffe hier. Das ist die Chesapeake und diese Waffe ist eine Smart SMG, die man sich hier jetzt über Prime Gaming kostenlos abholen kann. Wenn du Amazon Prime Kunde bist, dann kannst du die auf jeden Fall bekommen. Den Link zum Prime Gaming packe ich dir in die Videobeschreibung. Da kannst du dann unter den ganzen Vorteilen die Cyberpunk Waffe raussuchen und dann kannst du die aktivieren. Wie das funktioniert, ist da auch alles beschrieben. Das ist aber nicht die einzige Waffe, die man abseits vom Spiel bekommt. Es gibt hier auch noch die Twitch Drops und dann noch eine speziellere Sache zu Twitch, aber dazu komme ich gleich. Hier siehst du schon den Helm. Wir gehen mal ein bisschen runter, direkt zu den Teilen. Hier haben wir 4 Teile, die du per Twitch Drop bekommen kannst. Das ist die NOS-Hose, Stiefel und Jacke. Und diese Teile bekommst du generell bei allen Streamern, die den Drop aktiv haben. Da musst du einfach nur drauf schauen, wer den Drop aktiv hat. Dann haben wir noch einen Custom Drop
für den Helm. Wenn du den Helm auch noch haben willst, dann musst du aber diese Streamer hier anschauen. Das sind hier 16 Streamer, die den Custom Drop aktiv haben. Das heißt, du musst halt bei einem dieser 16 Leute vorbeischauen, um den Custom Drop zu bekommen. Wie immer hat das Ganze ein Verfallsdatum, also du musst halt gucken, dass du bis zu einem bestimmten Datum diese Sache erledigt hast, also Stream geguckt hast. Und zwar beginnt die Hose am 25.09. und läuft bis zum 2.10. Die Stiefel beginnen am 3.10. und laufen bis zum 12.10. Die Jacke beginnt am 13.10. und läuft bis zum 21.10. Und der Helm, der läuft halt vom 25.09. bis zum 21.10. Und für alles musst du mindestens eine Stunde schauen. Also eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Wenn die Custom Drop Streamer auch den normalen Drop aktiv haben, weiß ich jetzt gerade nicht. Dann kriegst du den Helm sowieso automatisch dazu. Ansonsten ist halt eine weitere Stunde Stream schauen. Dann haben wir noch die spezielle Sache und zwar Support a Streamer und das ist das Yasha Scharfschützengewehr. Start ist am 25.09. und das Ganze läuft bis 21.10. Wenn du qualifizierte Twitch-Partner mit zwei Twitch-Abos supportest. Das kostet dann aber auch Geld. Ich meine, ein so ein Abo kostet 4 Euro. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege. Aber ich meine, 4 Euro pro Abo sind da fällig und wenn du zwei verschenken musst, dann bist du bei 8 Euro. Das heißt, diese Waffe hat ein Preisschild von 8 Euro. Und hier muss halt jeder selbst wissen, ob man das machen will. Das gilt jetzt nicht nur für die Ashura-Version hier, also für die Kohle 4 Euro mal 2, also 8 Euro für eine Waffe, sondern auch für die anderen exklusiven Teile, also für Amazon Prime Gaming. Wer das nicht hat, der kann sich natürlich überlegen, ob er jetzt einen Monat Prime bucht, nur um die Knarre zu bekommen, wären dann nochmal 8 Euro. Und natürlich auch die Zeit, die du investierst, um die Twitch-Drops zu holen. Das sind 4 Stunden. Je nachdem, was du für einen Stundenlohn hast, kannst du ja ausrechnen, was dich diese Kiste kostet, um es mal überspitzt zu sagen. Da muss jetzt jeder für sich selbst klarkommen. Allerdings kann ich dir sagen, keins dieser Items ist wirklich lohnend. Weder die beiden Waffen noch die Klamotten sind jetzt irgendwie so besonders, dass man das machen müsste. Die Knarren bieten dir keinen Vorteil, die Klamotten sowieso nicht. Es ist eine reine optische Sache, auf die man super gut verzichten kann. Und wenn dir die Yasha jetzt super geil gefällt, weil Rot deine absolute Lieblingsfarbe ist, dann go for it und dann unterstützt noch einen Streamer dabei, dann passt das. Aber ansonsten kannst du ganz ruhigen Gewissens die Sache an dir vorbeiziehen lassen und vergessen. Kommen wir jetzt zu einigen kleineren News. Heute ist das Musikvideo zum neuen Phantom Liberty Titelsong erschienen. Den Link zu dem Video habe ich dir natürlich in die Beschreibung gepackt. Nominiert. Und zwar wurde Phantom Liberty gleich für zwei Kategorien des Golden Joysticks nominiert. Und zwar für das beste DLC. It's not DLC. It's an expansion. Massive monster. Ja, ist ja schon gut. Also für die beste Expansion und für den besten Trailer. Wenn du abstimmen magst, dann folg dem Link in der Videobeschreibung. Dann bietet CD Projekt Red gerade auch noch Stream-Overlays an. Die sehen dann so aus. Die gibt es natürlich sowohl mit als auch ohne Fenster und in verschiedenen Ausführungen, also nicht nur die Präsidentin, sondern auch alle anderen Hauptpersonen aus Phantom Liberty. Link zu den Dateien findest du in der Videobeschreibung. Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.